Hallo zusammen, ich heiße Andreas. Heute möchte ich Pflanzen aus einem Tümpel vergrößern. Dazu brauchen wir kein Mikroskop, es geht viel einfacher. Ein Diapositiv, das reicht. Und wir können die Pflanzen ganz groß darstellen, hier an dieser Wand. Wie das geht, zeige ich euch. Doch zuerst brauchen wir ein Diaprojektor. Dies ist ein Diaprojektor. Ein Diaprojektor ist dazu da, Bilder durch Licht an die Wand zu projizieren. Früher gab es ein Diaprojektor in jedem Klassenzimmer und vielleicht habt ihr so eines auch zu Hause. Wenn nicht, fragt euren Lehrer irgendwo. Im Schulhaus steht sicher noch ein alter Diaprojektor herum. Nun, ich möchte euch zeigen, wie man jetzt diese kleine Wasserwelt durch einen Projektor betrachten kann. Und wir werden sehr, sehr schöne Sachen zu sehen bekommen. Bevor wir nun mit einem Diaprojektor die kleine Wasserwelt entdecken möchten, müssen wir sie in einem Teich holen gehen. Ich kenne einen Tümpel. Komm, wir gehen und schauen, was es zu finden gibt. Hier gefällt's mir. Da gibt es ganz viele Wasserpflanzen. Und einen kleinen Frosch sehe ich hier auch. Hier möchte ich eine Wasserprobe nehmen, um zu sehen, welche Mikroorganismen hier wohnen. Ich brauche nicht viel mitzunehmen, das reicht.
Seid ihr bereit? Hier ist das präparierte Dia und jetzt lassen wir die Dia-Schau laufen. Schön spannend.